Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir sind knapp eine Woche nach der Europawahl und wir sehen gerade in Nordrhein-Westfalen jetzt eine aktuell europäische Frage, die ganz stark auf unserer Agenda erscheint. Nämlich die niederländische Regierung plant, ganz nah an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen Probebohrungen zum Thema Fracking durchzuführen. Wir sehen jetzt, wie wichtig ein abgestimmtes Verfahren im Bereich Umwelt und im Bereich Energiepolitik europaweit wäre, um solche schwierigen Prozesse besser zu steuern. Die nordrhein-westfälische Landesregierung fragt bei der Regierung nun in den Niederlanden an, was eigentlich dort geplant ist. Hätte man europäisch diese Frage gelöst oder europäisch diese Frage diskutiert, würden sich viele Verwerfungen in diesem Bereich nicht ergeben. Deswegen sehen wir ganz aktuell Europa gemeinsam für Standards, gemeinsam für die wichtigen Fragen der Zukunft, kann uns nur nach vorne bringen. Der Blick auf Europa zeigt uns auch in den letzten Tagen, dass ja durchaus Kritik auch an vielen europäischen Staaten geübt wurde, was beispielsweise die Investitionstätigkeit und die Schuldenpolitik angeht. Wenn die Europäische Union deutlich macht, dass mehr investiert werden soll, dann sind wir in Nordrhein-Westfalen diejenigen, die das im Bereich frühkindliche Bildung in den nächsten Wochen beschließen werden. Das Kinderbildungsgesetz wird verbessert. Es wird verbessert im Hinblick auf Qualität. Es wird verbessert im Hinblick auf Sprachtests. Wir werden rund 100 Millionen Euro in die Hand nehmen, um frühkindliche Bildung, kein Kind zurücklassen, hier in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. Deswegen sind die Investitionen hier richtig und zielgerichtet. Und deswegen, glaube ich, machen wir hier nochmal deutlich, dass wir in die Zukunft die richtige Weichenstellung auch in Nordrhein-Westfalen klar vor Augen haben. Wir bereiten hier im Landesverband die Stichwahlen vor. Mit knapp 40 Stichwahlen sind wir ja nach der Kommunalwahl gut dabei und gut aufgestellt. Es heißt nochmal, dass wir alle, auch wenn meine Gemeinde, unsere Gemeinde nicht betroffen ist, den Genossinnen und Genossen in Nachbargemeinden helfen, dass wir alle für sozialdemokratische Werte nochmal einstehen und dass wir klare Zeichen in allen Regionen setzen, dass Sozialdemokraten diejenigen sind, die bei der Kommunalwahl Stimmenzuwächse zu verzeichnen hatten und dass Sozialdemokraten diejenigen sind, die auch Inhalte deutlich nach außen tragen. Deswegen bitte ich euch alle, lasst uns gemeinsam für uns alle, für unsere Kommunen, für unsere Kandidaten nochmal einstehen und lasst uns jetzt anfangen, mit ihnen gemeinsam für sozialdemokratische Mehrheiten und für sozialdemokratische Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte kämpfen. Die haben es verdient, weil sie gute Kandidaten sind und es tut uns gut, wenn wir insgesamt im Land noch stärker vertreten sind, als wir bisher schon sind. In dem Sinne, vielen Dank und Glück auf!